Die Startvergabe für die nächste Lauf in der Alba-Klasse hier in Grimmenhelsen-Kessel. Die Vorländer übernehmen den Nico. Jetzt vorne noch ein Unfall machen. So, die ersten beiden. Wir fahren jetzt aber nicht Händchen halten im Ziel, oder? Team Vorland auf Platz 1. Jochen Spacker auf der 2. Spielbeuse auf Platz 3. Jetzt wird der Platz wieder hoch und auf 5. Vorstein-Häusig über